Ja, meine Freunde, was geht ab? Boah, ich examen hier am Start am Sound, das war Mittwoch. Und ja, ihr seht richtig, wir sind nicht beim. Hat hier einer was bekommen? Okay, ein Ifrit. Was für ein. Ah, Mia. Ah, mein Baby-Account ist jetzt neidisch. Ihr seht richtig, wir sind nicht bei mir. Diese Woche gibt es ja keine Community-Beschwörung. Deswegen habe ich gedacht, gut, einen Tag kannst du mit einem extra Beschwörungsvideo füllen. Melis hat mich danach gefragt. Und ich habe gesagt, ja, klar, und es passt eigentlich perfekt jetzt in meinen Zeitplan rein. Ich habe links von mir einen Zettel mit allen Videos bis Sonntag. Das sind momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vor allem, weil diese Woche sehr stressig wird. Ich war gestern bei meiner Uni, musste mit meiner Professorin reden und den ganzen Kram. Deswegen musste ich da so ein bisschen planen, damit ich etwas im Voraus aufnehme und so. Ihr wisst ja, Samstag. Ganz besonderer Tag. Also für mich Freitag, für euch Samstag. Freitag wird bei mir oder werden bei mir meine Schriftrollen geöffnet, beschworen und Samstag seht ihr dann das Video, das besondere Video mit 300 Fives. Also ich bekomme 300 Fives. Nein, ich habe keine Ahnung. Aber egal, wir sind jetzt bei 10 Melis. Wir haben schon mal für sie beschworen. Wir haben damals Ciao aus der Legendary, glaube ich, gezogen. Sie hat sich so gefreut und Ciao wurde ja auch noch gebufft und ich finde Ciao momentan richtig gut. Ich brauche ihn nicht persönlich bei mir, aber ich finde ihn richtig gut. So, sie hat einiges für uns gespart und als erstes möchte ich gucken, wer in der neuen Steinrotation ist. Lasst mal sehen. Was haben wir? Ah, ich habe gehofft, Tiana wäre dabei. Noch immer keine Tiana. Okay, ihr wisst ja, ich spare meine Steine für Tiana. In der Woche hier einen Stein, aber sonst spare ich meine Steine. Na, hier unten haben wir Chloe, Camilla, Tesha, Laika sind auch schicke Monster. Ich glaube, die meisten werden in dieser Woche die Steine ausgeben. Aber egal. So, sie hat gesagt, sie wünscht sich nur Food. Ihr wisst ganz genau, was mit Leuten passiert, die sich nur Food wünschen. Sie bekommen einen Net 5. Ich würde sie auf jeden Fall wünschen. Wir haben 49 Schriftrollen, eine Feuer, eine Light and Dark, eine Legendary. Und ich darf sogar die Steine öffnen. Sie hat gesagt, ich darf alles beschwören. Danach soll ich mir die Runen von den 6-Sterne-Monstern angucken. Team Dragons B10. Und eine Person grüßen. Den Namen vorzulesen, das wird nicht so einfach. Das machen wir gleich, während wir beschwören. Ich würde sagen, let's go, Baby. Drückt ihr die Daumen. Drückt mir die Daumen für Samstag. Ich bin mal gespannt, wie die Rate heute wird. So, also ich soll grüßen. Oh mein Gott, ich lese erstmal die Buchstaben vor, ja? Shqiponje. Den hinteren Teil kann ich ja lesen, ja? Das ist so Ponja. Aber was ist bitte der Anfang? Sh. Und dann Qi. Shqi? What the hell? Shqiponje? Oh mein Gott. Keine Ahnung, auf jeden Fall viele Grüße an dich. Vielleicht sind das auch nur so random Buchstaben aneinander gereiht. Ich hoffe, dass wir hier so 5 Blitze bekommen. 5 Blitze wären toll, das wäre so ein Durchschnitt. Erste Blitze und. Oh, okay. Draco. Habe ich so viele von dem Lager rumliegen. Meine Güte. Aber Draco ist nicht schlecht. Draco ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, was sie hat. Vielleicht hat sie schon Draco. Müssen wir nachher schauen, was sie so alles hat. Aber ein paar schicke Monster haben wir ja schon gesehen. Naja, also was ich sagen wollte, meine ganze Woche ist ziemlich stressig, voll geplant. Also ich nehme das jetzt hier gerade am Montag auf, das Video, ihr seht das Mittwoch. Ich rede dann von Dienstag, also von gestern, in der Zukunft und dann in der Vergangenheit. Ist ein bisschen verwirrend. Aber ich muss Dienstag, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Tag, muss ich ganz früh aufstehen, zu meiner Uni fahren. Und dann mit meiner Professorin über meine Bachelorarbeit sprechen. Ja, und das ist so dumm. Also ich bin ja gerade in meinem Elternhaus und meine Wohnung ist ja da bei meiner Uni und das ist schon ein paar Stunden entfernt und da muss ich da hinfahren, mit ihr sprechen. Ich sage euch jetzt schon, das ist so ein 10 Minuten Gespräch, nicht 2 Minuten. So ein 10 Minuten Gespräch und dann sagt die gut, gut und dann kann ich wieder nach Hause fahren und dann wieder die ganzen Stunden. Also der Tag ist so. Dreiviertel schon so verbraucht. Na okay, nicht dreiviertel, aber zur Hälfte verbraucht. Und das ist ein bisschen doof. Ich hasse sowas. Und die Blitzrate ist so schlecht. Bitte nicht, sie wünscht sich zwar nur Food. Aber insgeheim hofft man dann trotzdem immer noch auf irgendwas, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe so Angst vor Samstag.
Hey, das sind so viele Schriftrollen. Ich glaube, so viele Schriftrollen habe ich noch nie beschworen, ne? Ich habe jetzt gerade um die 60 von den Events vom Shop und Dungeons und alles so gespart. 60 Stück. Und dann gebe ich ja alle Kristalle aus, bis wir wieder auf 15.000 sind. Normalerweise war es so, dass ich so 40 Schriftrollen hatte und 20.000 Kristalle, und dann habe ich 5.000 Kristalle ausgegeben, ein bisschen mehr, und dann hatten wir so um die 110 Schriftrollen. Und dieses Mal habe ich jetzt schon 23.000 Kristalle wegen den ganz großen Events und wegen TUA Reset, und das ist einfach, oh mein Gott, es werden sehr, 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 sehr viele Schriftrollen, wir bekommen einfach keine Blitze. Ich würde sagen, es ist Zeit für die Light and Dark, damit hier die Blitze jetzt rauskommen. Hey, fuck you, Game. Das ist nicht normal. Aus 50 Schriftrollen, ernsthaft, ein Blitz. Also wir haben noch nicht 50 geöffnet, aber fast, ja? Ein Blitz, okay. Feuer, Zyros. Hey, so macht Beschwören auch keinen Spaß, ja? So macht Beschwören absolut keinen Spaß. So ein dummes Spiel. Die Summonrate sollte auf jeden Fall gesteigert werden. Ich sehe in letzter Zeit viele gute Monster bei meiner Gilde. Ja, Net 5-Star, Net 5-Star, Net 5-Star. Aber trotzdem, was ich hier gerade sehe oder bei dem letzten Samstagsvideo bei Ciara Beschwörungen, ich habe selbst bei meinem Baby-Account gerade was bekommen. Gut, ja. Aber hier, das ist Shit. Das ist richtig Shit. Es müssen ja noch nicht mal so die Pro-Monster kommen, wenn wenigstens die Blitze da wären. Wäre es ja halb so traurig, ja. Mal wenigstens vielleicht Skill-Ups oder so. Jetzt komm, Net 5-Star, bitte. Die Feuerassassine, die schlechteste von allen. Ja, Blitze! Net 5-Star, los! Akila! Ich bin eifersüchtig. Akila hätte ich schon gerne. Akila ist nice. Brauche ich nicht unbedingt, aber wie gesagt, wäre ganz schick. Ich hätte ja am liebsten. Oh, Blitz! Oh mein Gott, endlich! Hey, in den letzten. Gut, ich kann nichts mehr sagen. Gut, ja. Ja, jetzt waren es doch. Wie viele waren es jetzt? 1, 2, 3, 4. Gut, hey. Wir hatten bis kurz vor Schluss nur einen Blitz. Immerhin ist jetzt was gekommen. Kommt, du hast auch ein schlechtes Gewissen und dachte schon, oh mein Gott, der hetzt alle Spieler gegen mich auf. Okay, wir haben noch ein paar Steine und wir haben noch die Legendary. Ich glaube, die Legendary machen wir ganz zum Schluss auf, ja? Ja. Ja. Ich habe da eben ganz viele Theos gesehen. So zwei oder drei Stück. Bin mal gespannt, was wir gleich da so bei den Monstern finden. Ich weiß, ich sehe die mir vorher schon so an. Wir waren ja jetzt zweimal schon bei den Monstern. Aber ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Shit. Erstes Fake 4-Star. Ein Blitz hier bei den Steinen, bitte. Bitte. Ja, Steine sind so fucked up. Okay. Über 50 Schriftrollen, 4 Blitze. Ist leider, wenn man ehrlich ist, gerade so im Durchschnitt. Normalerweise sagt man immer, pro 12 Stück ein Blitz kann man auch nicht so genau nehmen. So ist der Durchschnitt. Ihr habt es gesehen, in den letzten 4 Stück oder 5, ja 4 Stück, 3 Blitze. Krankes System. Ich hasse es manchmal so sehr. Okay, Legendary. Bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Bitte Net 5-Star. Komm schon! Net 5-Star Power! Wie oft haben wir schon eine PRA aus einer Legendary gezogen? Milliardenmal? Ja, eindeutig. Jetzt haben wir auch noch zweimal die gleich. Nur Feuermonster und Akila. Wenn es so bei mir aussehen wird, werde ich schon ausrasten. Das ist doch Shit. Richtiger Shit. I'm sorry. Ich kann nichts dafür, aber trotzdem Shit. Na, dann versuchen wir ihr wenigstens jetzt nochmal ein bisschen zu helfen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Dragon Speed 10 Team an und dann schaue ich mir die Runen an. So, Dragon Speed 10. So, was wir hier sehen, nehmen wir natürlich als erstes Verde. Verde und Dragon Speed 10 gehören einfach zusammen, ja? Und dann kommt einmal Varamos und einmal Bella. Klassisches Team. Die zwei anderen Plätze werden so gewählt, je nachdem, was euch fehlt, ja, woran ihr scheitert. Wenn ihr zu schnell sterbt, dann nehmt ihr einfach eine Shazoon mit, obwohl die Wind ist, ist die dann als Tank da und healt euch, ja. Ansonsten kann man natürlich Fua Nice nehmen, weil die Attack-Leiste vom Boss zurücksetzt
und weil die natürlich auch noch Dots landet und eine Tech-Slow draufbringt. Sie ist sehr, sehr, sehr gut. Ich empfehle die auf jeden Fall für Dragon Speed 10. Ich finde die da richtig gut. Ansonsten haben wir natürlich noch unseren Chao. Ja, kommt drauf an, wenn du nicht wirklich noch einen Heiler brauchst, kannst du Chao nehmen. Oder wenn du wirklich noch einen Heiler brauchst, kannst du Shasun mitnehmen oder sie mitnehmen. Das wäre meine Wahl. Also Chao passt hier auf jeden Fall rein. Ich würde sagen, ich schaue mir mal die Runen an. Dann kann ich sagen, ob die hier reinpasst. So, decent Hitpoints, ja, 15k ist okay. Leider nicht auf Gewalt, dafür auf Tempo. Nice Speed auf jeden Fall. Nice Defense. What? Hitpoints, Defense, okay. Hat mich schon gewundert, die ist keine DPS-Four. Die sieht eher aus wie eine Raid-Four. Aber, was mich richtig wundert, wo zum Teufel kommen diese Crit Damage Subs her, wenn du eine Support Four baust, ja? Brauchst du nicht unbedingt. Ich denke, die Four wird nicht so gut in das Team reinpassen. Schauen wir uns erstmal Shasun an. Ja, Shasun könnte auf jeden Fall reinkommen. Wir sind nämlich auf Gewalt. Hitpoints, Hitpoints, Hitpoints. Die Shasun ist tanky. Ein bisschen slow, aber okay. Resistance könnte höher sein, aber fast Max Skills, also die Heals sind auf jeden Fall bei Max Skill. Shasun könnte reinpassen. Ja, das ist gut. Ja, Shasun könnte reinpassen. Bella. So, wir sind auf Gewalt, Fokus, Speed, Hitpoints, Hitpoints. Die Runen können natürlich alle noch aufgewertet werden auf plus 12. Dann wird Bella noch schneller, dann wird Bella noch tankier. Ist okay, Accuracy passt perfekt. Hitpoints sind okay. Speed könnte natürlich gesteigert werden, aber die Rune kann ja auch noch aufgewertet werden. Also, könnte für Dragon Speed 10 passen. Oder passt für Dragon Speed 10, ja? Bleiben wir einfach mal dabei. Okay, wenn wir jetzt Emma nehmen. Emma ist auf Gewalt. Gefällt mir, gefällt mir. Wir haben Speed, Hitpoints, Hitpoints. Können auch noch beide auf 12 aufgewertet werden. Das heißt, sie ist noch, oder bekommt noch mehr Hitpoints, ist dann noch tankier. Dieses Deutsch eigentlich. Ist dann einfach stärker und kann nicht so schnell sterben. Accuracy auch perfekt, Speed okay, Gewalt gefällt mir, wie gesagt. Das einzige Problem, was ich hier habe, die Skills sind nicht Max, ja. Newstone-Agentinnen sind sehr, 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 sehr gut. Wenn sie Max-Skills haben, sind sie noch, ich will nicht sagen doppelt so gut, aber sie sind schon viel, viel besser mit Max-Skills, ja. Deswegen habe ich auch damals Hall of Hero gefarmt, damit ich meine Lisa mit vollen Skills hatte. So, ich hatte damals noch keine Lisa, aber ich habe irgendwie gehofft, dass ich eine ziehen werde, und dann kam sie im Doppelpack aus, im Doppelpack aus den Stein. So, also Emma ist sehr nice, mit Max Skills wäre sie perfekt, aber könnte so auf jeden Fall klappen. Werde, okay, lass uns den mal sehen. Werde, Gewalt sogar, Gewalt, Crit Rate, Speed, Crit Rate, Hit Points, nice. Speed ist okay, sollte nicht unbedingt schneller sein als das ganze Team. Crit Rate passt fast 100%. Hitpoints machen mir ein klein bisschen Sorgen. Wenn die Rune, die ist ja auf jeden Fall, die ist 6 da. Leider sind die Substats unpassend für Werde, ja. Wir haben Flat Hitpoints, Accuracy braucht Werde absolut nicht. Defense, Attack können beides nicht schaden. Aber wir wollen hier Speed, Crit Rate und vielleicht Resistance sehen oder sowas. Aber ja, vielleicht könnte die noch aufgewertet werden, damit er mehr Hitpoints bekommt. Aber passt. Passt, ja, was ich sehe, sieht's gut aus, ja, es sieht wirklich gut aus. Varamos auch auf Gewalt, wir haben Speed, Hitpoints, Hitpoints, passt. Speed ist okay, Hitpoints sind okay, Accuracy ist okay. Und Chao hat, ist auch auf Gewalt, Attack, Crit Damage, Attack. Bisschen wenig Crit Rate, aber da die Gegner ja Feuer sind, critten wir öfter, weil wir dann natürlich dann Crit Rate dazu bekommen, weil wir im Vorteil ein Element sind. 20.000 Hitpoints, nice, decent Attack, Speed ein bisschen low, aber passt. Ich denke, dieses Team sollte eigentlich klappen, ha? Huh? Dieses Team sollte eigentlich klappen. Ach, meine Aufnahme ist abgestürzt, wir sind aber wieder da. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Runen an, ja? Also das Dragon Speed 10 Team müsste eigentlich mit den Monstern passen. Ich denke schon. Ansonsten würde ich vielleicht anstatt ihr Megan mitnehmen. Megan mag ich sehr gern. In Dragon Speed 10 benutze ich auch selbst in meinem Team. Aber hier die Megan ist noch 5-Star. Aber egal. Wir schauen uns erstmal die ganzen Monster an. Ja, die 6-Star. So. Galeona. Galeona ist einfach nur wichtig, dass er genau ein bisschen schneller als dein
Nuker ist. Ansonsten ist bei Galeone das total egal. Man kann Tank-Galeone bauen, man kann Crit-Galeone bauen. Wichtig ist Speed, Accuracy. Der Rest ist euch überlassen, ob ihr Crit-Rate, Hit-Points oder Attack holt, wie ihr wollt. So, Emma, haben wir schon angesehen, sieht gut aus. Sick. Braucht mehr Crit-Rate, weil wir wirklich bei Sick critten wollen. Ansonsten, ein bisschen zu slow, ja. Die Runen sind auch noch nicht komplett aufgewertet. Das heißt, wir bekommen noch Crit-Rate und Attack dazu. Das ist nice. Dann hat er bestimmt am Ende über 1000 Attack dazu. Und wir haben noch ein bisschen mehr Crit-Rate. Speed, wenn du wirklich Sick einsetzen willst, musst du am Speed arbeiten. Ciao haben wir uns angesehen. Hua haben wir uns angesehen. Wie sieht's mit Trevor aus? Hat keine Runen, oder? Doch, hat Runen. Aber er hat 0 Speed und 0 Crit Damage. Okay, wir haben Attack, Crit Damage, Attack. Aber wieso ist Crit Damage so low? Was haben wir hier? Noch ein bisschen Crit Rate. Die ist okay. Und die ist... Okay, also... An deinem Trevor musst du einfach nur arbeiten, dass die Runen noch ein bisschen... ich glaube, du musst einfach Dragons farmen, weil die Subsets sahen so aus, als hätte er nicht wirklich Runen. Weil, wir haben okayish Attack. Okay, also decent Hitpoints dazu, das muss ich sagen. Aber wir haben 0 Speed dazu. Und, Crit Rate bufft er selbst, aber wir brauchen auch mehr Crit Damage. Musst du noch einiges dran ändern hier an deinem Trevor. Barretta sieht okay aus. Bisschen mehr Hitpoints, bisschen mehr Speed, bisschen mehr Accuracy, aber wir haben Speed, Hitpoints und trotzdem vernünftige Accuracy. Ich glaube, du musst die Runen einfach weiter auf plus 12 aufwerten. Irgendwann ist man an so einem Punkt, da muss man die Runen auf plus 12 aufwerten und einfach weiter Runen farmen. Werder haben wir uns schon angesehen, der ist gut. Feuermonkey King, nice Attack, Crit Rate könnte gesteigert werden. Schauen wir uns das mal an. Attack, Crit Damage, Attack. Das sind auch nur zwei 5-Star-Runen, also die können auch gesteigert werden. Crit Rate, Attack, Speed, nice. Crit Rate, Attack, Speed, nice. 21% sogar. Und hier haben wir Crit Damage, Defense, Accuracy, Resistance. Die können wir austauschen, ja. Wenn wir hier eine finden mit Crit Rate noch, Crit Rate, Crit Damage und Speed, dann wäre es perfekt. Die... Ja, 6-Star-Gewalt-Attack-Rune, aber die Substats sind, relativ shit. Bringt nicht wirklich viel, also Accuracy, Defense, Hitpoints schaden nicht, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Und hier die 2 können auf jeden Fall noch verbessert werden, wobei wir haben, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hitpoints 16%, Crit Rate 5%, Crit Damage 10%. Nice, wenn das eine 6-Star-Rune wäre. Brandia, okay, was haben wir hier? Gewaltklinge, Attack, Crit Damage, Attack. Ich sehe, du hast sehr, sehr, sehr viele Monster auf Gewalt. Und da du auf der Suche nach einem Dragon's Vitamin Team bist, denke ich, dass du bisher noch nicht so auf Dragon's Vitamin gefarmt hast, sondern eher so Dragon's B9 oder B8. Ne, B8 farmt man nicht. B7, B9. Ich finde es ja nicht schlecht. Ich finde es richtig gut, dass so viele Monster auf Gewalt sind. Nur das Ding ist, es ist viel schwieriger, Monster auf Gewalt zu holen, anstatt auf Fatal oder was auch immer oder auf Swift, weil man keine extra Stats von dem Set bekommt, sondern weil man eine Fähigkeit vom Set bekommt. Und wenn ich die Monster hier so sehr kritisiere oder sage, hier fehlt mehr Attack, hier fehlt Speed und so, dann ist das nicht böse gemeint. Ich würde es nur sagen, ich glaube, sie weiß das, aber vielleicht denkt ein anderer, wieso ist der so böse? Nein, das kommt mit der Zeit. Wenn man dann öfter Dragons farmt, dann werden die Runen automatisch besser. Dauert. Aber im Nachhinein ist es besser, wenn man auf Gewalt ruht, weil man dann extra noch ein zusätzliches Set hat. Nicht, dass alle Anfänger jetzt alle Monster auf Gewalt ruhen sollen. Ja, ihr braucht dann mindestens hier, so wie bei Bella, hier 42 oder hier 57 Speed. Ja, wenn ihr eine 200 Tempo Bella auf plus 13 Speed mit Gewaltset ruhend, dann habt ihr eher einen Nachteil als einen Vorteil. Ja, ich sag das immer wieder. Aber hier sind wir so, ja, wir wechseln langsam zu Gewaltruhen. Die Stats sind noch nicht optimal, aber es wird langsam. Die Brandia hat zum Beispiel decent Hitpoints. Mir ist die einfach nur zu slow. Aber das ist meine Vorliebe, ja. Jeder macht da was anderes. Spectra sieht aber auf jeden Fall ganz nice aus. Wir haben nice Hitpoints, wir haben nice Speed, Tempo, Fokus. Ja, das sieht gut aus. Lucian
hat ein paar blaue Runen, eine blaue Rune, eine türkise Rune und hier lila. Kann auf jeden Fall, hier die können noch verbessert werden. Die ist ja auch noch auf plus 9, nur plus 9. Ich glaube, du bist sogar dabei, Runen langsam aufzuwerten, Runen zu switchen und so. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Attack ist sehr nice. Extra Hitpoints können nie schaden. Speed kommt auf dein Team an, mit dem du Lucian mitführst. Kann natürlich noch unbegrenzt hoch, also Speed kann nie schaden, aber die meisten Lucians haben nicht so viel Speed, leider. Crit Rate muss noch ein bisschen gesteigert werden. Wenn du den mit einem Crit Buffer nimmst, ist es okay, aber Crit Damage muss noch gesteigert werden. Aber die Rune kann ja auch noch aufgewertet werden. Ja, ja. So, Bernard. 108 Speed, Accuracy Hit Points. Kein PvP-Bernard, aber auf jeden Fall ein vernünftiger PvE-Bernard. Ein sehr guter PvE-Bernard, wegen den ganzen Hitpoints. Shazoon haben wir schon angesehen. Delphoi, nice Accuracy, nice Speed, ein bisschen mehr Hitpoints, dann wäre sie perfekt. Aber das ist sogar nur eine 4-Star-Rune, okay. Bryant, wenig Accuracy. Wenn du ihn wirklich in einem Raid benutzen willst, braucht er viel, viel mehr Hitpoints. Na okay, Hitpoints, ein bisschen mehr Hitpoints. Viel, viel mehr Defense, das wollte ich eigentlich sagen, und viel, viel mehr Accuracy. Also wenn du ihn wirklich später im Raid benutzen willst. Marv, ehrlich gesagt, mit Marv kenne ich mich nicht so richtig aus und der ist auch nicht gerund, dann rede ich auch besser nicht darüber. Bella und Vero haben wir schon beide angesehen. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Die Runen-Sets sind auf jeden Fall auf allen in Ordnung, ja. Von diesen Fokus und Klinge kann man sich natürlich irgendwann trennen, dass man dann Nemesis oder Rache oder Wille einsetzt, klar. Aber solange die Subsets auf den Fokusruhen stimmen, passt es. Gewalt liebe ich, ja. Und du bist gerade so an der Grenze, dass du alle auf Gewalt ruhen kannst. Die Monster aber mit der Zeit dann erst verbessert werden können, wenn du weiter Dragon Speed 10 farmst. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Summon Rate war, naja, war okay dann letztendlich. Aber wir haben nicht wirklich viel bekommen. Naja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Sound of War Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.